Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und wir stecken mitten in den Vorbereitungen für die neue Basis bzw. für den Livestream am Freitag, welcher natürlich auf Twitch stattfinden wird und nicht auf YouTube. Nur nochmal eben als Information am Rande. Ich denke mal, wir starten so gegen 19 Uhr, wie immer. Ja, Link ist in der Beschreibung, ihr findet das schon. Gut, folgendes, was wollen wir heute machen? Als nächstes oder als erstes würde ich ganz gerne erstmal den Anzug auffüllen, denn der hat schon wieder so ein bisschen gelitten. So, und haben wir hier noch irgendwas? Ja, gut. Geht. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ja, was wollen wir machen? Geplant ist ja, dass wir hinten bei New Hope irgendwo dann irgendwann mal beginnen. Das Problem ist, wir können da nicht hinlaufen oder irgendwas anderes tun und wir werden auch nicht mit dem dicken Ding dahin fliegen. Sondern wir werden mit dem Explorer dahin fliegen. Das bedeutet, wir müssen den so ein bisschen bestücken mit dem ein oder anderen Material, was wir drüben brauchen werden. Zum einen vor allem Dinge, die ich hier gerade nicht habe, sondern wahrscheinlich hier. Ja, genau. Hier, so 1000 Stahlplatten zum Beispiel. Ist ein Anfang, denke ich mal. Ist die Frage. Ich glaube, der Frachtraum ist zu klein. Nee, wir... Hä? Okay, warte mal kurz. Ich teste das mal hier. Normalerweise ging das mit dem Reinlegen immer, aber nee, jetzt geht das anscheinend hier. Aber hey, warte mal, ich habe eine andere Idee. Das ist mir immer zu umständlich, da rein zu graffeln, gubbeln oder keine Ahnung was. Mir fällt immer das richtige Wort nicht ein. Immer reinzusteigen, Sachen rauszuholen, wieder auszusteigen, ist mir zu blöd. Deswegen setzen wir hier oben einfach einen Prachtklotz drauf. Achso, ich brauche interne Panzerung. Sieht gleich wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, aber das ist nur vorübergehend, sag ich mal. Ja, ganz entspannt. Wir können das auch zur Not lieber auf die Batterie setzen. Genau. Dann machen wir das nämlich so. So, Herstellungskomponenten, Motoren, Computer anzeigen. Aha. Ja, irgendwas wird da schon bei rumkommen. So, ja, passt sogar. Und dann machen wir folgendes. Ich packe den ganzen Krempel hier wieder rein, komplett. Und wir werden einfach jetzt mal so eine ausgewählte Menge, wie eben schon die 1000, mal mitnehmen. Wir haben hier generell von den ganzen Materialien sowieso nicht mehr ausreichend. Außer diese oh, die sind schwer. Diese Panzergeschichten. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß auch nicht, hier geht, ja, doch ein bisschen geht da schon rein. Das ist in Ordnung. Oh, ja, doch. Wir müssen halt nebenbei auch noch darauf achten, dass die Kiste überhaupt noch fliegen kann. Davon mal ab. Ich hätte ganz gerne 500... Oh, die sind aber schwer. 500 von diesem Panzerglas. Jetzt fehlen noch 79, naja. Nee, 69. Geht das so? Warte mal. Nee, falsche Maustaste. Immer die rechte Maustaste nehmen. So. Genau, dann haben wir davon nämlich auch die 500 des Weiteren. Jetzt gucken wir mal kurz in den Assembler rein. Dann hauen wir da mal ein paar Ressourcen durch, glaube ich. Stahlrohr groß. Könnte man mal 100 Stück mitnehmen. Wobei 100 ganz schön viel ist eigentlich, ne? Aber ist okay. Motoren würde ich auch ganz gerne so 500 mitnehmen. Solarzellen haben wir drüben noch drin. Interne Panzerung würde ich noch so ganz gerne 500 mitnehmen. Anzeigen auch vielleicht 500. Computer 500. Und jetzt warten wir, glaube ich, erstmal ab, bis hier irgendwas passiert. Denn ich habe so das Gefühl... Nö, wobei, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, die großen Stahlrohre werden viel Eisen fressen. Allerdings, Energie ist auch so ein Punkt, wo ich mich frage, das müsste langsam... Ja, geht noch. Ich denke mal, das wird reichen. Ich meine, länger als Freitag brauchen wir den Laden hier sowieso nicht. Ach so, es kann übrigens sein, dass am Donnerstag und Freitag keine Folge kommt. Außer Freitag vielleicht so ein kleines Ankündigungsvideo nochmal für den Stream. Schauen wir mal. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Die Woche ist wieder ziemlich, ja, vollgepackt mit Dingen, die man machen muss. Daher ist das ein wenig tricky momentan. So, da kriegen wir sogar nur 90 von mit. Oh, wir müssen echt darauf achten, dass die Kiste nicht zu schwer wird. Die Motoren passen da schon gar nicht mehr rein, oder? Doch. Klar. Wenn die interne Panzerung drin ist, möchte ich das ganz gerne mal testen. Was brauchen wir denn noch so Wichtiges? Reaktorkomponenten hatten wir, glaube ich, schon im großen Schiff drin. Wir können davon nochmal 100 machen. Energiezellen.
Solarzellen brauchen wir erstmal noch nicht. Ach, hier. Herstellungskomponenten, ganz wichtig. Also ich möchte die Basis auch so ein bisschen mit Solarzellen versorgen, aber ich denke, wir werden für den Beginn erstmal einen Generator nehmen, damit wir so ein bisschen klarkommen. Fliegst du noch? Ja, nice. Sogar gar nicht mal so übel. Okay. Nett. So, wie gesagt, dann bauen wir weiter. Wir haben jetzt 500... Oh, hä? Nee, warte mal. Wollte schon gerade sagen, hab nur die falsche Tastenkombination gedrückt. Ja, interne Panzerung haben wir auch. Check. Was ist denn hier noch drin, was ich da noch nicht drin habe? Das bauen wir gerade. Die Computer müssten noch kommen und die Herstellungskomponenten auch. Stahlrohr klein und Träger könnten wir nochmal bauen, aber da machen wir nur 100 von. Dumm-di-dumm. Stahlrohr, Träger, genau. Alles klar, dann rennt das Ding ja so langsam durch, perfekt. Joa. Das wird schon gehen. Ich bin da guter Dinge, dass die Kiste das packt. Ich hoffe es zumindest. So, dann hier nochmal 500 Anzeigen. Keine Ahnung, ob wir so viel brauchen werden. Wenn die Kiste gleich noch fliegen sollte und wir alles drin haben, werde ich den Rest mit Stahlplatten auffüllen. Wenn davon brauchen wir recht viele. Ach so, ich habe neulich übrigens Quatsch erzählt, dass ich irgendwie sagte von wegen, wir brauchen 65 für einen großen Block. Nee, das sind 25. Die man hier sehen kann. Ja, 5 einmal so und 20 nochmal dazu. Und bei dem Kleinen ist es halt wirklich nur diese eine einzige Stahlplatte. Ja, wir werden das 25-fache an Eisen verbrauchen. Und das müsste man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dementsprechend viel brauchen wir natürlich auch, ganz klar. So, dann haben wir nochmal 500 Computer. So langsam füllt sich die Kiste hier. Ich frage mich gerade, warum wir so viele Probleme hatten bei unserem Abbauflugzeug. Wahrscheinlich, weil die links, rechts und vorne, hinten Steuerung nicht gepasst hat. Keine Ahnung, aber ist egal. Das soll mich jetzt nicht beschäftigen. Das wird uns spätestens oder frühestens im Weltall wieder interessieren. Wobei wir da nicht umkippen können. Das macht die Sache leicht. Ja, nice. So, nächster Versuch. Nur mal eben gucken. Ja, easy going. Ja, aber jetzt ist es schon ein wenig träger. Ja, merkt man. Oh, und vor allem muss ich aufpassen mit Abwärtsschub. Naja, geht. Ist aber okay. Vielleicht werden wir hier gleich noch ein bisschen pimpen, weil wir haben jetzt 3 Düsen. Ja. Ach so, ich habe keine Platten, Moment. Da mache ich mir aber nicht so eine Platte drum, ehrlich gesagt. Sieht ein bisschen komisch aus, das Teil, ich weiß. Aber hey, was soll's. Es soll nur einen Zweck erfüllen, mehr nicht. Und dafür ist es mehr als ausreichend, glaube ich. Oh, ich sehe gerade. Nee, da müssen wir noch höher. Weil sonst werden wir von dieser Düse hier zerschrotet. Das wäre ein bisschen blöd. Also wird die Düse, die ich hier ranbauen möchte, zerschrotet, meine ich. So. Dumm-dumm. Atmospheric Thrusters, genau, die brauchen wir. Das sind jetzt aber die großen, oder? Nee, das läuft, okay. Genau, so müsste es gehen, ohne dass sich die Düsen gegenseitig zersägen. Das läuft. Sollte hinhauen, denke ich. Okay. Stahlplatten. Haben wir schon mal weg. Stahlrohr groß. Mal gucken, ob wir hier noch ein paar Reste verbrauchen können. Ich denke, das sollte gehen. Oh, wir sind voll. Naja, gut, wie immer. Hatte ich nicht Metallgerüst mitgenommen? Ja. Naja, gut, okay. So, läuft. Ja, wunderbar. Dann müssen wir hier nochmal eben kurz die Gruppe ändern und den ganzen Krempel schmeißen wir natürlich wieder raus, ganz klar. So, was haben wir hier jetzt noch? Die Energiezellen. Kriegen wir gar nicht alle mit auf einmal, krass. Aber wir scheinen recht viele Ressourcen zu haben. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Aber jetzt erstmal nochmal eben zur Konfiguration von dieser Kiste hier. Da müssten 2 auf an... Nee, oder... Hä? Moment mal eben. Ah, genau. Kann man die auch einfach dieser Gruppe Schub hinzufügen? Nee, leider nicht.
aus und der ist schon aus? Nee, jetzt ist er aus, genau. Schade, das wäre zu einfach gewesen. Aber gut, jetzt haben wir es ja. So. Ja, siehst du, easy going. Die Düsen machen sich auch nicht gegenseitig kaputt, gefällt mir. Gut, dann hauen wir die Kiste wieder nach unten. Verbraucht jetzt natürlich ein bisschen mehr Energie, aber das soll mich nicht stören. Hauptsache, wir kommen drüben einigermaßen vernünftig an. Gut, wie schaut's hier aus? Der ist noch fleißig dabei, aber hat gleich die 500 auf jeden Fall fertig. Was brauchen wir denn noch drüben? Eis brauchen wir drüben. Zwar nicht unbedingt viel, aber ein bisschen was. Ich hole mal welches aus dem dicken Schiff hier. Obwohl, wir brauchen ja auch hier nicht mehr so viel eigentlich, ne? Warte mal, zack. Für den Start nehmen wir mal 1k mit. Genau, oha. Das hat wieder einiges an Gewicht gebracht. Wie sieht's hier aus? Gleich fertig? Ach stimmt, der macht ja noch die Stahlrohre und die Träger. Oh oh. Also hier kommt noch ein bisschen Gewicht rein in die kleine Kiste. Na gut, wir werden sehen. Irgendwas wird schon passieren. Aber noch lässt er sich einigermaßen vernünftig steuern. Zumindest hoch runter. Ich mach mal nebenbei, während er noch baut, so einen kleinen Testflug. Und gleich crashen wir wieder. Ich sehe schon kommen. Nö, ist aber noch alles im Okay-Bereich. Jo. Butterweich, würde ich sagen. Ja, jetzt beim links-rechts ist er wieder ein bisschen träge, aber das ist okay. Jo. Ja, das ist voll in Ordnung. Damit kriegen wir den Krempel auf jeden Fall rüber. Wir müssen ja keine Loopings drehen oder so. Oder so ein Scheiß. So, dann holen wir das Ding mal eben wieder nach unten. Und schmeißen da nochmal eben den Rest rein. Und ich denke mal, dass wir dann bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen haben. Und dann Freitag im Stream nochmal, nachdem wir von hier weggeflogen sind, hier wieder hinfliegen müssen, um den restlichen Kram zu holen. Ich sehe da schon kommen. So, wie schaut's aus? Ach nee, das sind zwei verschiedene, stimmt. Da komme ich jedes Mal wieder mit durcheinander. Diese Träger und Stahlrohre klein. Keine Ahnung, sehe ich nicht durch. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Panzerglas, können wir das gebrauchen? Wir könnten noch Reaktorkomponenten mitnehmen. So 100 für einen Reaktor vielleicht. Oder hatte ich... Nee, hatte ich noch nicht gebaut. Genau, stimmt. Ja, okay. Ansonsten würde ich sagen, dass wir nebenbei nochmal schnell 500 Stahlplatten hinterher schmeißen. Und dann sollte das gehen. Weil im Ernst, ob das nun hässlich ist oder nicht, aber ich glaube, ich lasse die Kiste so. Da passt ja richtig viel rein. Das ist voll gut eigentlich. Naja, nice. Ach, ich habe eine Idee. Ich werde nachher noch eine Farmfolge aufnehmen. Einfach ein paar Rohstoffe noch zusammenkratzen, da reinschmeißen, läuft. Dann kann man sich wenigstens ein bisschen was angucken, weil wir können jetzt hier nicht mehr viel machen. Ja, das ist Fakt. Wir sind hier soweit durch. Das Schiff ist eigentlich startklar. Wir müssen jetzt nur drüben die Base bauen. Und wie gesagt, das möchte ich nicht in den Folgen machen, sondern im Stream, damit wir alles Stück, also alles an einem Stück haben. Und das sollte gehen. Und vor allem will ich seit langem mal endlich wieder streamen. Ist schon sehr, sehr lange her. So, jetzt haben wir hier 30 drin und 33 passt. Okay, ja, gut. Ich denke, damit sind wir erstmal für den Start ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, Freitag Stream, 19 Uhr auf twitch.tv/jummelzockt. Und dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle hier erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.